Ein echter Kampf. 100% gerne. Was findest du so cool am Free Fight? Ja, einfach alles. Dass du deine ganzen Aggressionen loswerden kannst. Das war's eigentlich. Kraft, Ausdauer. Natürlich ist das Männersache. Aber ästhetisch ist es auch. It looks very professional. And the organization very professional. And the fight is okay. For the beginning of Austria, it's very good. It is not like Japan and not like Holland, but it is very good. Wir haben am Donnerstag um 8 Uhr früh angefangen mit dem Aufbau. Ja, und das geht sich auf die Minuten, glaube ich, ganz genau aus. Es hat sich ein bisschen verzögert, weil der Bühnen- und Podestebau zu spät gekommen ist. Ein bisschen Verzögerung haben wir auch mit dem Licht gehabt. Aber jetzt haben wir alles aufgeholt in kurzer Zeit. Haben sogar selber mitgeholfen, die Kämpfer. Also einigermaßen, dass nicht zu müde sind beim Kampf dann. Du hast etwas auch mitgebaut hier, diesen Cage. Das ist schon eine schöne Arbeit, man weiß, dann kämpft man nachher da drin. Das ist einfach ein klassisches Gefühl heute. Es ist schon schön, da jetzt dann im Moment umstehen. In deinem eigenen Käfig ist natürlich Verlieren verboten, nehme ich an. Ja, ich meine, der Bessere soll gewinnen. Ne? Es geht immer ein bisschen ein Klicker dazu. Kriegt man, holst gerade die Hand ab, kriegst du einen Haken, gibst jemanden. Es geht so schnell mit den kleinen Handschuhen, gell? Aber ich glaube, es wird schon super werden. Einfach. Es ist super. In wenigen Stunden geht's los. Wie sind denn jetzt so die letzten Vorbereitungsarbeiten eigentlich? Ja, heftig, ja. Es war eigentlich bis jetzt alles super organisiert, das passt alles, aber es treten halt immer wieder kleine Probleme auf. Und ja, die lösen wir jetzt gerade alle, gell? Aber es wird hinhauen. So die kleinen Probleme, ich nehme mal an, das sind dann wo dann die Sponsoren Pickerl und so hinkehren, oder? Ja, Befestigungen, die nicht wie geplant ablaufen. Was weiß ich. Absperrungen, VIP-Bereich und sowas, Pickeln, genau. Dauert das wirklich 3 Tage lang, bis das so steht? Die komplette Werbung fertig ist, am Käfig dauert es wirklich 3 Tage. Wir haben teilweise bis 5 Uhr in der Früh gearbeitet, 3 Stunden schlafen und dann schon wieder. Zwischen die Kämpfer und den Ringrichter halt so das Mikro rein, dass ich das übertragen wird. Habt ihr mich verstanden, sagt der Ringrichter, meine Regeln, will ich dann raus, wieder aus und so, dann passt es hin und her. Dann geht das erst auf der Grund so aus, der Ansager, der schleicht sich mal, gell? Und dann fährt der Kran hoch. Geht schon, fahr hoch.
schaut wie richtige Helden, okay? Das Publikum will die Show sehen, die will sehen die Athleten. Die richtige Show, geradeaus, starrer Blick. Dann zum Schluss wird der Name ganz gemein aufgerufen, okay? Und wenn der Name ganz gemein aufgerufen wird, ja, schaut bitte immer geradeaus, schaut direkt den Käfig an. Wenn der Name aufgerufen wird, dann bitte, der Moderator gibt Vollgas, dann die Hand auf, okay? Ich hab mir 400 Mal Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5 habe ich auslassen, aber jetzt den Rocky Balboa angeschaut. Und wenn ich mir da so die Namen anschaue, ein Rocky Balboa oder ein Ivan Draga ist natürlich viel schöner auszusprechen als ein Thomas Krapf. Aber wir haben noch einen sehr klingenden Namen, das ist ein Hutschiev Hasludin. Spucke gleich wieder Baffa eigentlich. Unser Regelwerk kann man eigentlich zusammenfassen, die Gesundheit der Sportler geht vor. So einfach, das ist der Kernsatz, das ist die Kernaussage. Diese Reduzierung des Regelwerks erfolgt ja nicht, weil das böse Jungs sind, sondern einfach um der Ehrlichkeit willen. Wir möchten, dass der Judomann gegen den Boxer antritt, wir möchten, dass der Ringer gegen den Karateka antritt. Und diese Idee, dieser Wunsch, der ist schon so alt wie die Olympischen Spiele. Also wir sehen da auch unsere Tradition drin. Ja? In der Antike hat der Pankration hat es über 1000 Jahre gegeben und eine Entwicklung. Und es hat auch dann so etwas wie ein professionelles Athletenteam gegeben, das von Stadt zu Stadt gereist ist oder wo die beschickt haben, die Städte, die sowas veranstaltet haben. Und das waren durchaus Profis. Die haben Geld damit verdient. Also es werden dann eure Köpfe groß auf den Leinwänden sein. Und ihr redet in die Kamera rein, das heißt, ihr sprecht quasi zum Publikum. Ich weiß, wo muss ich mich hinstellen, aber? Vor die Kamera natürlich. Runter mit dem Leiberl, dreh den Schmuck weg bitte. Also es ist quasi der Moment direkt vor dem Kampf. Ja. Angst gibt es nicht in meinem Wortschatz. Macht euch gefasst auf den härtesten Kampf des Abends. Der einzige Grund, warum ich in den Käfig gehe, weil ich meine Gegner zerstöre.